war pünktlich. Punkt 21.45 Uhr nahm Trainer Jürgen Wähling wieder Glückwünsche entgegen, zum sechsten Mal in dieser Spielzeit. Und er ging als letzter vom Platz. Sigi Reich, einsam aber glücklich. Der Versager des letzten Jahres war plötzlich Matchwinner. Beispiel Nummer 1. Ein Volleyschuss, direkt aus der Luft genommen, unhaltbar ins obere Dreieck platziert. Beispiel Nummer 2. Heidenreich mit sehr viel Übersicht und Reich steht richtig. Der neue Trainer hat ihm viel geholfen. In der letzten Saison noch Buhmann, ist er jetzt umjubelt. Hat die menschliche Atmosphäre, die der Trainer verbreitet, mit dem plötzlichen Leistungsumschwung zu tun? Ja, sicherlich gibt es mehr Selbstbewusstsein. Man im Trainer sprechen kann, man über seine Fehler sprechen kann und dass man Sicherheit zum Ball kriegt und dass ich es hier nicht einfach gehabt habe, ein Jahr lang, das hat man gesehen, das Selbstvertrauen war hin und der Trainer hat mir sehr viel zurückgegeben davon. Man braucht sich nur die Szenen vor dem Spiel anzuschauen. Wähling, schon auf dem Weg zur Bank, dreht noch einmal um und geht zu Sigi Reich, der das Spiel eine Stunde später entscheiden wird. Zunächst aber kam es ganz anders. Ein Steilpass von Hellberg und Thomas trat an. Torwart Agaciak geht mit beiden Armen auf die Beine des Engländers, der zwar böse stürzte, letztendlich aber gerecht belohnt wurde. Und das am 28. Geburtstag. Sigi Reich lief an. Da war es wieder soweit, wie in der letzten Saison. Verschossen. Der Schuss war zu lasch. Agaciak sprang richtig. Es sah nicht gut aus zur Halbzeit. Für Reich und für Hannover 96. Aber die Fans bewegten sich zum anderen Tor. Als wäre es ein Fanal, kam Hannover nun zu großartiger Form. Thomas. Kopfballflair. Der Druck aufs Tor der Kölner nahm zu. Und Dammeier, ein frischer Stürmer, machte sich warm. Dann aber gleich die Konterchance der Fortuna. Gede.